zwar geht es jetzt da in diesen Bereich rüber, aber ich reite mal zuerst noch kurz nach unten runter, um das da jetzt nur das restliche Gebiet da zu erkunden. Bogenschützen, schließen die sich uns an? Na. Ihr habt noch nicht ganz rausgefunden, woran man erkennt, ob sich Bogenschützen einen anschließen oder nicht. Und wieder beschissener Wolfshaul und ein neuer Gegner. Ich würde den gern anschauen. Bitte lass mir am Zug sein. Bitte lass mir am Zug sein. Nein. Ach, dieser Wolfsrufer ist so dermaßen unfair und behindert. So, jetzt kann ich nachschauen. Okay, Feuerlibellen. Hammers Talent. Haste. Okay. Also double the action, the quantity of action points, also doppelt so viele Aktionspunkte. Soaring kennen wir, Fire Resistance kennen wir. Okay, also nicht viel Neues, aber immerhin irgendwas Neues. Nummer einer, ich würde mal sagen, wir töten die zwei Wölfe da mit Garantie. Moment, was haben die da nur drauf? Große Troop. Ah, okay, also unsere Dornenpflanzen-Fernkämpfer können ja neue Truppen beschwören. Das haben wir schon im Kampf einmal gesehen. Also die können neue erschaffen, aber wir greifen jetzt einfach so an. Ein Fireball wollte ich nur benutzen. Ach egal, solange da jetzt nicht allzu viel von mir stirbt, ist mir das egal. Okay, die haben jetzt Cold Arrows benutzt. Alle Truppen bewegen sich wieder von selbst wegen dem beschissenen Wolfsruf. Ich hassen. Fireball brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr benutzen. Verlassen wir uns aufs Glück. Bitte töt alle beide. Sehr schön. Na gut, nochmal angreifen. Und ich glaube, ich habe nichts verloren, oder? Wenn ich das richtige Kopf habe. Ja, sehr schön. Und wieder über ein halbes Level ab schon. Coole Sache. Okay, dann da wollt ihr jetzt eigentlich gar nicht her. Oder wollt ihr da her? Nö, Moment. Ich will jetzt sagen, da wird es nach. Die Passage nach Verlan Forest gehen. Okay, Verlan Forest, da war, glaube ich, dieser Bär zum Suchen, den wir holen sollen. Aber ich gehe mal da hinten her. Da war auf jeden Fall nur. Okay, Very Weak. Neue Truppen, also wieder ein Kampf. Ich glaube, das waren diese Greifen, oder? Ja, genau, die fliegen da schon einmal vor. Okay, da gibt es, glaube ich, mehrere neue Truppen. Also, Greifen. Was können die? Separation. The troop is separated into two parts. Aha, also die Truppen sind irgendwie in zwei Teile aufgesplittet, was das immer bedeutet. Sie können fliegen, ja, das haben wir irgendwie gesehen. Always retaliates against enemy attacks. Okay, sie können immer Gegner angreifen. Also es ist nicht auf einmal beschränkt, sondern sie können das immer. Und magieresistent sind sie. Und einen Guardsman, den haben wir aber, glaube ich, schon einmal gehabt. Commander, Increase. Ja, genau, doch, den haben wir schon einmal gehabt. Dann, wie machen wir so einen Feuerball da hinten in die Truppen rein? Dadurch stirbt da mal alles. Dann die Priester. Die machen Blessing auf unsere Bogenschützen. Dadurch können die Bogenschützen. Okay, die machen mal 40 Schaden an diesen Greifen einfach. Wie viel Schaden machen die? Die machen 5 bis 10. Wenn wir die Leben niemals merken, 32 Leben. Okay, da kann ich angreifen, die überleben das. Und Pessens, die machen wir in Verteidigungsstellung. Nachher nur die Giftsprouts da. Ach, die greifen die da an. Ah, das habe ich natürlich jetzt vergessen, dass die natürlich darüber fliegen können. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem nichts verloren, also egal. Okay, dann da ja so angreifen. Dann stirbt er eh schon fast. Dann machen die Bogenschützen die täten den jetzt. Nein, die töten den da, den Guardsman. Die töten eventuell schon den Greifen. Jupp. Also bleiben nur mehr die Hyänen übrig. Und die sind. Ach. Ein bisschen Overkill, aber wir können es uns leisten. Keine Verluste, sehr schön. So müssen Kämpfe ablaufen. Okay, dann haben wir da jetzt irgendwo ein Banner erobert, oder? Nee, anscheinend nicht. Und Gegner greifen uns wieder an. Die kennen wir, glaube ich, schon. Also, die kann ich rausschneiden. Jupp, die kennen wir. Bis gleich. Jupp, nicht gerade sehr sonderlich fordern, diese Kämpfe.
10 Erfahrungspunkte allein, also das Spiel bestätigt das, dass der Schwierigkeitsgrad nicht sonderlich schwierig war. Okay, Dornsprout, sehr schön. Ich glaube, dadurch können wir wieder mehr von diesen Truppen holen, oder? Use weitere 9. Ich weiß gar nicht, wie viele ich da haben kann. Ah, da steht hier 70 kann ich davon haben. Bist du deppert? Das sind ganz schön viele. Ruckel, 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 ruckel. Ah, ich habe vergessen, ein Zeitmesser mitnehmen. Also ich habe keine Ahnung, wie voll die Festplatte schon ist. Dann nochmal Wölfe. Ich glaube, die kann ich auch rausschneiden. Da durften auch keine neue dabei sein. Jupp, bis gleich. Okay, da habe ich ein bisschen Truppen verloren. Ist aber klar, gegen Fernkampf. Nein, gegen Fernkämpfer, da kann man das kaum verhindern. Die Anfangseinheiten haben da so wenig Leben. So ein minimaler Angriff tötet da gleich mal 4 von diesen Sprouts da, also von diesen Tornenpflanzen. Und noch einmal Leadership erhalten. Okay, schon langsam dürfte man dann, glaube ich, eh relativ viele Truppen mitführen können. Dann haben wir schon 600. Oh, das sind immer auf über 1000. Na gut, dann wäre das Gebiet da aber soweit einmal komplett aufgedeckt, oder? Die Karte bestätigt es auch, oder? Ja. Dann reiten wir da jetzt diesen Weg da noch rüber, denn da ist, glaube ich, diese rote Torne, wenn ich das da hinten richtig sehe. Da greifen wieder Feinde an, während ich da schauen will. Ach, kennen wir schon. Bis gleich. Feuerball, zweimal Fernkampfangriff und das war's. Oh, und irgendeinen Gegenstand da halten. Na, was ist denn das? Ah, das könnten diese Flügel sein für diese eine Nebenaufgabe, oder? Ja, genau. Dragonfly Wings, okay. Info. The firm, translucent wing of the strange cross between animal and insect known as the dragonfly. Okay. So viel dazu. Genau, da hinten, Moment. Da, das vermutet, das ist diese Giant Dorn. Okay, die ist schwach. Okay, also die dürfte man auf jeden Fall schaffen. Und das ist anscheinend dieser kleine See, von dem gesprochen worden ist. Wir heben da mal Sprouts auf, dann da noch Sprouts auf und da drüben noch Sprouts auf und da eine Mindrun und kurz wird das Spiel passiert, wenn ihr da reingeht. Sehr schön. Denn durch diese Mindrun kann ich jetzt Concentration erlernen. Sehr schön. Fehlt uns also nur noch eine Magic Rune. Dann kann ich endlich Chaos Magie erlernen und jetzt regenerieren wir endlich Mana in jeder Runde. 2 pro Runde auf dem nächsten Level 4 schon. Dann benutzen wir da diese Sprouts nur, dann haben wir wieder mehr Fernkämpfer. However, you must be careful, for you do not have enough leadership to command this army efficiently. You only have 600 and you need at least 616. Aha. Okay, also das kann sein, wenn ich zu viel Leadership habe, dass ich dann die Einheiten einfach nicht beordern kann, sondern dass die einfach irgendwas machen. So, dann machen wir da jetzt noch diesen Tornenkampf. Ich schau mir das jetzt kurz an, ob ich die Tornenkrieger da steuern kann oder nicht. Setze ich das jetzt einfach da live mit. Also die Kämpfe eröffnen, ich verstehe mal gleich, ein Feuerball in die Prärie. Dadurch sterben diese schwachen Tornenkrieger dann eigentlich eh schon. Dann die greifen so an. Dann die so. Und jetzt schauen wir, was die Tornen machen. Kann ich die beordern? Nö, kann ich nicht. Okay. Also wenn man zu viele Einheiten hat, dann hat man jetzt gesehen, da kann man die einfach nicht mehr beordern. Die arbeiten jetzt dann selbstständig und anscheinend nicht relativ intelligent. Jetzt ist die Frage, kann ich da irgendwie 2 weghauen oder 2 töten? Denn eigentlich, weil so sind sie ziemlich nutzlos, wenn sie nur beschissen und mal dumm gehen. Ah, sehr schön, die haben 2 getötet. Oder? Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Moment, ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Jupp, 75 von 75. Danke, Gegner. Besser kannst du gehen. Die große Torne. Ah, die kann sogar reden. Die königliche Torne. Jetzt erfahren wir sogar. Ah, wer kommt denn da zu uns? Essen ist zu uns gekommen. Why have you come here, walking on 2 legs? Warum bist du hierher gekommen? Gehend auf 2 Beinen. Willst du mich mit funkelnden Stecken? Was? Want to beat me with sparkling sticks and burn me with your lightning? Ah, willst du mich mit funkelnden Stecken und mit Blitz zu Tode brennen?
Exactly, I'm gonna make salad out of you. Attack the Thorn. Okay, also wir können sie entweder attackieren. Okay, oder wir können sagen, sie sollen uns besser nicht Essen nennen. Ob wir das nicht einfach wie zwei intelligente Kreaturen regeln können. Ich würde mal sagen, wir schlagen mal den friedlichen Weg ein und schauen mal, ob wir mit dieser Pflanze reden können. Mal schauen. To have a talk? Can the walking on two legs talk peacefully? Those who come before you, they just beat us with sparkling sticks and burn us with lightning. They say my children came to lands of walking on two legs. Okay, also sie ist irgendwie überrascht, dass anscheinend jemand, also ein Mensch eigentlich sozusagen, mit ihr friedlich reden wollen, denn alle, die was bisher gekommen sind, wollten sie nur niederbrennen und niederschlagen und sie ist da erstaunt. Okay, na gut, yes, well, das ist wahr, aber was, your children pursue the villages, they are all over the village. Ihre Kinder attackieren irgendwie das Dorf und Menschen sterben deswegen. Wir scheren uns nicht um die Menschen. Unsere Kinder fangen an zu sterben. There is no tasty soil for them. And the walking on the two legs, soil is tasty. Children must go to taste soil. Was heißt Soil? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie ihre Kinder haben keinen Platz und müssen deswegen irgendwie die Menschen attackieren, denn die schmecken irgendwie so gut und sind halt so toll und was auch immer. If we find tasty soil, then we will leave the walking on two legs land. Okay, wenn wir tasty soil finden, also schmackhaftes Soil, ich weiß wirklich nicht, was das bedeutet, dann können ihre Kinder das lassen. Okay, you need someone to find tasty soil for you. Okay, I'll ask the villagers about it. Okay, wir können sie jetzt wieder töten, aber ich würde mal sagen, wir schauen, dass wir das vielleicht auf einem friedlichen Weg lösen. Vielleicht ist das besser. Also wir fragen im Dorf nach so einem tasty soil, ob es eines gibt. Okay, dann die Dragonflies. Ach, wir töten die Dragonflies nur. Vielleicht bringen die mehr noch von diesen komischen Window, also von diesen Vorhängen da. Dann können wir den Quest da hinten auch abgeben, gleich im Dorf. Aber ich schneide die Kämpfe raus, wir kennen sie. Also, bis gleich. Und es ist tatsächlich so, also man kriegt wieder diese Window-Tapes da. Window-Tapes, Blödsinn. Diese Flügel halt von diesen Dragonflies, aus denen die Window-Tapes gemacht werden, also die Vorhänge. Vermute mal, dass es das bedeutet. Und dann noch ein Kampf und oh, was ist da oben? Eine Back. Mal schauen, was da drin ist. Bis gleich. Geben leider relativ wenig Erfahrung, aber wir haben es bald einmal wieder. Level up vielleicht. Vielleicht kriege ich es nur zusammen in dieser Aufnahme. Dann könnte man die Chaos Magic endlich erlernen. Durchs Level up kriegen wir nämlich, glaube ich, genug Runen, dass sich das ausgehen könnte. So, jetzt schauen wir, was ist in dieser Back. Battlecry. Okay. Schriftroll von Battlecry. Was ist Battlecry? Erhöht die Initiative der Einheit für 2 Runden. Okay, sehr schön. Also die Initiative war das, wann eine Einheit drankommt. Also dann kommt die Einheit eventuell vor den Feinden dran oder eher vor den Einheiten dran als so. Okay, also erlernen wir dann da unten sich in um magische Kristalle. Oh, da ein Schatz anscheinend. 240 Goldstücke, sehr schön. Dann eine Leadership. Genau, falls ihr irgendwann mal beim Reiten seht, dass da dieser komische Lichtstrahl da von oben kommt und ihr den überreiht, dann bitte einfach sagen, reitet nochmal an die Stelle XYZ zurück, denn da hast du was übersehen, denn dann reitet er natürlich gerne noch einmal zurück. Ich bin mir nicht sicher, muss ich die Dragonflies da auch noch töten, um den Quest zu erfüllen? Eine Maidrune. Oh. Ah, wir brauchen aber die Magic-Rune, nicht die Maidrune. Wir lassen den Kampf wieder mal drinnen. Warum auch nicht? Okay, da haben sich die Gegner jetzt ziemlich gesplittet. Da bringt es also jetzt irgendwie nicht, da. Ja, Feuerball zu usen. Also machen wir so. Dann die Bogenschützen. Die töten die.